Oder auch hier rechts sieht man ja auch nur wie so einen kleinen See wahrscheinlich. Und wenn der da zum Felsen läuft, könnte es durchaus auch sein, dass es dann in dem Felsen noch einen unterirdischen Fluss gibt. Dann sollten wir uns mal an die taktische Besprechung machen. Wir können mit voraussichtlich 150 Feinden rechnen. Bis zu 200, sagte der Anführer. Dann 200. Das ist auf jeden Fall eine Zahl, die wir zu fünft besiegen können. Das heißt, das wird aber dennoch ein längerer Kampf sein und wird uns einiges an Munition kosten. Wir werden entsprechend Stellung einnehmen müssen und uns nicht in Bewegung befinden sollen. Sonst geben wir ihnen die Möglichkeit, uns einzeln abzufangen. Außerdem sollten wir damit rechnen, dass es Nachwuchs geben könnte. Genau. Und es ist die Frage, in welcher Generation wir uns aktuell befinden. Deswegen frage ich mich, an welcher Position wir nun am Ende Stellung beziehen wollen, wohin wir uns vorkämpfen. Ich denke, von der Seite, von dem Fluss reinkommend, macht es am meisten Sinn. Nun, wir könnten auch unsere Fernkämpfe auf einer erhöhten Position zurücklassen und weil so groß ist das Tal nicht, also wir können wahrscheinlich das ganze Tal abdecken mit unserer Reichweite. Oh, ich sehe es. Auch wieder. Naja, wir sollten erstmal reinschlagen, Position beziehen, gucken, was auf uns zuläuft. Ich nehme an, einige von den Viechern werden sich nicht so gut unter Kontrolle haben. Danach müssen wir ein Haus nach dem anderen räumen. Ich schlage einen mehrphasigen Plan vor. In der ersten Phase teilen wir uns in zwei Teams auf und positionieren verschiedene Punkte an der Klippe. Wir locken diese Tyranniden irgendwie hervor und nutzen unsere gewaltige Feuerkraft mit Wilhelm und Ifrit, sie erstmal ein wenig zu dezimieren. In Phase 2 stürmen wir vor, beide Trupps, und treffen sich an einem vorher besprochenen Punkt im Dorf. Von da aus halten wir den und verschaffen uns einen besseren Überblick. Ich denke, bis dahin sollten, was auch immer das Ganze anführt oder was für Berserker, Kreaturen auch immer in diesem Dorf schlummern, sich schon gezeigt haben. Ich denke, wir müssten es eigentlich nicht kompliziert machen. Unsere Sturmmarines gehen rein, schrecken die auf, bringen sie in Richtung Klippe und wir ballern sie dann weg. Naja, wenn ich hier irgendwo stehen und schießen soll, ist das kein Problem. Wenn ich mich im Kampf befinde, dann weiche ich auch nicht mehr zurück. Und das erwarte nichts Geringeres, erwarte ich von euch. Das heißt, wenn wir einen Plan haben, sollten wir dafür sorgen, dass wir uns nicht in der verfickten Mitte befinden und von Tyranniden umzingelt sind. Definitiv, wir sollten den Rücken frei haben. Wenn ich diesen Plan etwas ergänzen dürfte. Nein. Nur zu. Lieber Flammenwerfer hatten zwar nicht die Reichweite eines schweren Bolters, doch ist er zum Aufschrecken und zum Beseitigen von Hindernissen ideal geeignet. Das heißt, wenn ich mit beispielsweise Bruder Thordal vorangehe, um nach und nach das Dorf zu säubern und zu reinigen, können wir auf diese Art und Weise hoffentlich die Brut aufschrecken, dann können wir sie im Idealfall in eine Zange nehmen. Habe ich euch jetzt richtig verstanden, dass ihr eure Pfeile so weit schießen könnt, dass ihr von einer Klippe zur anderen reicht? Ja, zumindest manche von uns. Einige schießen weiter. Dann habt ihr bessere Bögen als wir. Aber auch dieser Donnervogel, an dem wir sitzen, ist nun gewöhnungsbedürftig. Er ist wesentlich schneller als unsere Terratrixe. Ihr solltet euch auf ein Spektakel gefasst machen. Ich werde euch beobachten. Dem Kaele berichten. Könnt ihr gerne tun. Im Angesicht des Imperators wird dieses Dorf nicht lange dem Feind gehuldigt sein. Thordal,
Ich denke, wir haben unsere Pläne gut vorgebracht. Außer irgendwer hat noch Ergänzungen. Also es liegt das letzte Wort bei dir. Bruder Ifrit, das heißt, ihr kommt mit mir nach vorne. Das ist korrekt. Dort fühlt sich mein Flammenwerfer am wohlsten. Und der Rest bereitet den heiligen Empfang des Feindes vor, um ihn den Chaos zu machen. So, ich schau gerade mal. Bruder Cry bleibt hinten. Wilhelm bleibt hinten mit seinem Sturmbolter. Diaslan wird sowieso wieder nach oben verlegen. Alkedri guckt nur zu. Octavius, du bleibst oben? Ja, natürlich. Ja, du bist ja taktischer Marine. Was macht Gabriel? Schwert oder Bolter? Oh, Bolter. Okay, das heißt, es ist nur Tordal unten, ne? Mit Ifrit. Ja, und Ifrit, das ist halt gefährlich, ne? Weil der hat halt kein Sprungmodul. Die Frage, die ich gerade stellen wollte. Aber ich habe einen Flammenwerfer. Und deswegen war halt mein Vorschlag, dass halt die beiden mit Sprungmodul runtergehen, die aufschrecken, ein bisschen wieder taktisch sich zurückfallen lassen und dann kämpfen wir von der Klippe und ballern die einfach nieder, bis alle Platz sind. Also das ist ja, super easy. Ich würde dann während des Ballerns, damit unsere Stärken an unsere Sturmmarines stürmen dann vor und wir gewinnen dann immer langsam Raum, dass unsere Schützen dann auch langsam runterkommen und wir uns so vorarbeiten. Weil Bruder Cry ist ja auch von der Raven. Nur eine kleine Schwachstelle. Oder Chrysler von der Raven Guard, ne? Der kann ja auch ziemlich gut auf lange Entfernungen schießen. Also dieser Plan mit der Salamander steht hinten, hat eine Schwachstelle und die lautet, der Flammenwerfer hat nur 30 Meter Reichweite. Wenn du da unten runterspringen willst, wir halten den hier auf. Naja, Bruder. Na gut, wir können uns auch unten hinstellen. Ja, du kannst ja auch Stellung beziehen. Na, ich... breitester Fluss, warte, ich gehe mal, möglicherweise können die da auch gar nicht so rüberspringen. Doch. Also 12 Meter. 12 Meter, meinst du? Die Tyrannen kommen nicht, da rüber. Dass da alle. Wir ich, nicht du alle weißt von ja auch denen. Gar nicht, wie tief der Fluss ist. Wenn der nur einen halben Meter tief ist, dann spielt das ja überhaupt keine Rolle als Hindernis. Ja, hier oben haben wir ganz kleine Furt. Ja, die kommen definitiv rüber, das ist kein Problem. Und die Brücken stehen ja auch noch. Also ich meine, natürlich ist es langweilig, wenn wir oben stehen und alles wegballern. Das ist ganz klar. Aber der Taktiker schreit in mir, so einen Vorteil nicht aufzugeben, wenn es gegen eine Streitmacht gibt, die keinen Fernkampf hat. Deswegen ja die Idee, ja, mit dem Flammenwerfer kann man die Häuser schön wegfackeln, da kann man die Deckung entfernen. Ja, das wäre alles super, wenn du ein Sprungmodul hättest und dich zurückziehen kannst. Aber das kannst kann du ja halt laufen. Nicht. Ich kann laufen. Und klettern. Oh, das kann uns machen. Flammenwerfer und Sprungmodul ist auch eine geile Kombination. Musst du dir wirklich holen. Definitiv. Dann hätten wir vorne zu dritt die Möglichkeit, immer wieder zu agieren. Gut, aber ich mal, durchaus können wir uns aber auch unten bleiben. Wir können auch unten bleiben, wenn wir uns zurückfallen lassen und unten einfach so eine Furt schlagen dann. Unterhalb unserer Fernkämpfer. Also das Problem ist, wenn wir alle runtergehen, natürlich können wir das machen, aber es kann auch sein, dass es so viele sind, dass sie uns überrennen und dass das nicht 200 sind, sondern 20.000. Ne? Das weißt du halt alles nicht. Aber wie gesagt, wir können zu zweit unten bleiben, wenn es reicht. Wenn nicht, müssen wir uns dann halt nach oben zurückziehen. Ich hoffe, du hast verstanden, zurückziehen ist nicht. Naja, Brüder, dann lass es mich doch. Wir werden beobachtet. Dann lass es mich doch mal zusammenfassen. Wir beziehen hier oben Stellung. Am Werfer und der Wolf gehen nach unten, leuchten die Viecher auf, kommen, wir töten. Ende. Korrekt. Gut zusammengefasst. Das ist ein Plan, mit dem ich nicht arbeiten kann. Dann gibt es nichts mehr zu besprechen. Also gut, meine Lords, aber ich kann euch tatsächlich nicht... gut, ihr müsstet dann runterspringen. Wir können dort oben auf den Felsen nicht landen. Wir springen. Also gut, dann verharren wir über den Felsen und ihr springt ab. 5 Meter. Das ist kein Problem. Ich sehe nicht das Problem. Spricht irgendwas dagegen hier? Alkedre, wie sieht es mit euch aus? Könnt ihr die Distanz springen? Ich nehme sie mit. Okay.
Das, was Hage vorgeschlagen hat, finde ich gut. Ein bisschen weiter südlich da an der Klippe. Ja, ich weiß nicht, wie das Feuer sich da verhält. Oder also das Feuer läuft halt in einem Ring so, dass eben auch dieser Turm hier noch was erkennen kann. Beziehungsweise, ich muss gerade mal schauen, dann wenn der hier ist, dann wird der Ring dann eben hier außen drum herum laufen. Ja, das ist super, hier hält uns das Feuer den Rücken frei. Hier oder da könnten wir landen. Mhm. Was genau ist das hier? Muss man sich irgendwie... Okay. Also hier ist eine Palisade aus Holz errichtet worden. Das kannst du an verschiedenen anderen Stellen... hier oben kannst du es zumindest erkennen. Da wurde dann eben diese Pforte aus Hölzern eben als einziger Eingang hingebaut, aber auch weitere Wachtürme und eben die Quarantänewache. Aber ansonsten, hier gibt es eine kleine Verengung mit Holzpalisaden und da wurde wohl viel gekämpft. Hier wurde viel gekämpft und da, warum auch immer das hier ist, weißt du nicht. Ja, Holzpalisaden sind uns ja ziemlich egal. Ja, nee, dann droppen wir hier runter. Also gut, wir werden in 10 Minuten dort sein, meine Lords. Ich wünsche jetzt schon einmal viel Erfolg. Auf dass es so klappt, wie ihr euch das vorgenommen habt. Den Imperator beschützen. Immer. Ich überprüfe nochmal meinen Flammenwerfer. Wollen wir einen neuen Eid schwören? Gibt es einen Eid gegen Tyranniden? Ihr habt ja schon euren Eid geschworen, und zwar den für mehr Ruhm. So, dass ich dachte, die Mission wäre... Nee, es ist immer noch die gleiche Mission. Ja, okay, ich bin mit dem Eid auch noch einverstanden. Der passt halt immer noch. Der passt immer. Ich weiß deswegen, ja. Aber wir brauchen ja auch mal ein bisschen Abwechslung. Ja, also könnt ihr 10 Minuten weiter auf die Siedlung zufliegen. Der Rauch wird mehr und mehr und die Flammenwand höher und höher. Für den Thunderhawk ist das natürlich erstmal kein weiteres größeres Problem. Und ihr könnt an der richtigen Stelle dann stehen bleiben, verharren. Es knackt natürlich unter euch, wenn das Feuer dann nach euch leckt. 5 Meter, die ihr dann nach unten springen müsstet. Beziehungsweise eure Storm Marines oder Cry wird sich einfach nach unten fallen lassen, kurz vor dem Aufschlag dann einmal zünden und dann wird er dort sich eine Position suchen, um gut zu schießen. Nochmal eine Frage, das Thunderhawk, das wir haben, ist das ein Gunship oder eine Transportvariante? Die Transportvariante zurzeit. Okay, aber dann also hat die trotzdem 4 nach vorne gerichtete schwere Bolter, ne? Genau. Aber sind jetzt keine Raketenwerfer oder sowas dran. Ja, ja. Aber ich frage mal den Pilot oder den Co-Pilot, ob die voll munitioniert sind. Ja, selbstverständlich. Gut, dann haltet euch bitte für Notfälle bereit, uns Luftunterstützung zu geben. Soll ich den Freihändler erstmal nach oben fahren? Nein. Okay, dann... Ich bin mir sicher, die Aslan wird diese kleine Ablenkung von seinem Alltag genießen. Ja, der grinst euch an, nickt euch zu. Ich schaue euch gerne zu. Nehmen wir jetzt diese eingeborene Frau mit nach unten? Ja. Die kann keine 5 Meter springen. Nee, aber die wollte Tordal eben runternehmen. Ich habe ja meine Rüstung. Warum? Ist ich dachte, ja die wollen nur zuschauen. Ja. Von unten, also von oben, genau. Ach, sie wollte von oben zugucken. Ja, also sie bleibt hier oben auf der Felsplattform, bleibt sie sitzen und guckt euch zu, genau. Genau, das also muss sie doch mit runternehmen. Die springt ins Melee. Nein, ich hoffe, sie. Euch ist übrigens klar, falls wir das hier irgendwie verkacken, dann müssen wir die alle töten. Den Freihändler, die Dame, Den Freihändler könnt ihr nicht töten. Können wir? Frage ist, ob wir das sollten. Alle, die das sehen haben, und wir sprechen nicht drüber. Aber mal schauen, wie es wird. Wir haben keinen Rückzug. So, ich muss gerade mal schauen. 5 Meter, gibt das irgendwelche Sturzschäden? Ich hatte Space Marine vermutlich. Das ist jetzt immer gerade die Frage. Höhe, Schweben, geringe. Ich kenne die Regeln nicht. Also nach den Standardregeln ist es 1W10 plus 1 pro Meter, den man runterfällt. Das heißt, wenn du 1 Meter runterspringst, könntest du, wenn du Pech hast, 11 Schaden bekommen. Was totaler Schwachsinn ist.
Ja, gebe ich dir recht. Ja, und dementsprechend haben wir das immer gemacht mit 1W5, also plus dann die Meter-Sprungschaden. Ja, würde ich machen. Also 5W5 und ihr könnt dann euren Widerstand und auch die Rüstung voll rausrechnen. Mach mal 5W5. Nein. 1W5 plus dann diese 5, also 1W5 plus 5. Und dann, ach so. Rüstung zählt nicht nur Widerstandsbonus. Und ich bin zum Beispiel bei 10, also keine Chance, dass ich Schaden kriege. Also, ach so, ich hätte jetzt jeden spielen auch sehr nahe mit 20 oder 30 Meter und dann 1W5 plus 20, 30 macht dann ein bisschen Schaden, aber dann erst aus so einer Höhe. Ich muss gerade mal schauen, gibt es denn irgendeinen Wert, auf den ihr würfeln könntet? Naja, du kannst uns eine Akrobatik. Gewandtheit oder Akrobatik würfeln, ob wir irgendwie blöd landen. Dann gib mir mal, ja tatsächlich, dann gib mir mal einen Wurf auf Akrobatik, denn wenn ihr hier runterstürzt, mal mit Tordal als Ausnahme, könnte es ja sein, dass sie auch nach unten segelt und wenn dann die Steine ungünstig abbrechen. Also dann, Akrobatik werden die wenigsten haben. Ja, Gewandtheit. Ja. Aber ihr dürft Akrobatik mit draufnehmen, wenn ihr es habt. Agility. Möchtest du ein Sprungmodul haben? Nee, du kannst das so korrigieren. Ja, du kannst auch gerne auf Pilot würfeln. Das ist aber, weil du alle Zeit der Welt hast. Ja, klar, du hast halt Alkedre oben drauf, aber es ist trotzdem nicht sonderlich erschwert. Also ich gebe euch allen plus 10 auf den Wurf Gewandtheit. Jo, dann habe ich es geschafft, aber es sieht halt nicht so toll aus. Ey, springen wir jetzt alle runter? Geschafft. Wir springen alle bis hier. Nee, ich dachte, hier werden wir runter. Ja, aber der Thunderhawk landet nicht, sondern der schwebt 5 Meter über der Klippe und wir springen den Sprung nach unten. Ja, tatsächlich, Bruder Ifrit, du landest ein bisschen weiter auf der rechten Seite, sodass dann auch Steine nachgeben unter deiner Rüstung. Wenn du damit dann 800 Kilo bzw. mit dem Promethium-Tank, wird es dann eher eine Tonne sein, auf den Felsen aufklatscht. Es scheppert einmal, der Stein gibt nach, bricht nach unten weg. Du wolltest ja sowieso eigentlich dich noch taktisch sammeln, aber sowieso nach unten gemeinsam mit Tordal. Und dann kommst du ins Rutschen. Du kommst ins Schlittern. Gib mir mal einen weiteren Wurf auf Gewandtheit, ob du dich halten kannst. Und landest. Der Imperator sagt, ich gehe jetzt schon ins Gefecht. Ja, landest auf alle Fälle dann, nachdem du runtergerutscht bist, im Staub. Und du bekommst nochmal, gib mir mal ein W10 plus 5 Schadenspunkte. Sind 13. Nee, das sind. Oder? Doch, 10 8 plus 5. 5 sind 13. Ja, genau. Hat es plus gar nicht mit eingerechnet? Ja, das nee, weil es in die Klammer reingeschrieben werden muss. Oh, okay. Genau. Ich habe die Gewandtheitprobe übrigens auch nicht. Du hast es auch was nicht geschafft. Davon abziehen? Willst du einen Schicksalspunkt ausgeben, Gabriel? Wollen nicht, ne? Ja, dann landest du jetzt auch unten. Kein Problem, dann kannst du mir einen weiteren Gewandtheitswurf geben. Was darf ich von den 13 abziehen? Rüstung, Toughness oder? Ja, Rüstung und Toughness, also wird da wahrscheinlich nichts ankommen. Kommt doch nichts an. Ja, dann steht aber Gabriel genauso neben dir unten. Das war nicht geplant, jetzt musst du tatsächlich dein Schwert benutzen. Hm. Ah, Bruder Gabriel, ihr könnt es auch nicht erwarten, euch Fecht zu stürzen. Der Imperator will das so. Es gibt ein langgezogenes Kreischen und dann könnt ihr sehen, wie aus den Zelten heraus verschiedene humanoid wirkende Kreaturen herausströmen, die zu verschiedenen Seiten des Zeltes dann auf den Platz laufen. Das Donnern vom Thunderhawk ist sowieso ziemlich laut gewesen, aber jetzt nach und nach könnt ihr die Symbionten sehen, sie sehen euch aus, auch das Kreischen wird lauter, stärker. Es ist eine harmonische Disharmonie, die dann erklingt und sie fangen an zu laufen. Ja, würfeln wir einfach mal die Initiative. Ein W10 plus Gewandtheitsbonus. Und wir gehen in die Kämpfe. Oh, ich bin gar nicht so schlecht. Ach, komm. Okay, so, ich benutze jetzt meinen Schicksalspunkt. Für die Initiative, es kann ja nicht sein, dass die
immer so schrecklich ist. So, ihr könnt euch einmal, Moment, Steuerung C, Steuerung V, jeder einmal anordnen, genau. Einmal alle. Plus Gewandtheitsbonus. Und die Symbionten. Die haben sogar echt viel. Was habe ich denn gewürfelt? Eine 6, ne? Eine 5? Na, haben wir hier auf der Karte irgendwo. Ach, da, die Munition. Was? Munition? Ich wollte mir die Höllenfeuer-Munition nochmal anschauen. Achso. Ja, die hilft auf alle Fälle gegen Tyranniden. Das sind jetzt Symbionten. Ja, okay. Dann gehen wir von oben nach unten. Tordal, du hast auf alle Fälle die höchste Initiative. Kannst dir. Ich hab schon auf 15 gesetzt. Mhm. Ja, ich hab genau. Tatsächlich heute richtig schlecht gewürfelt. Ja, du bist trotzdem am höchsten. Und du durftest anfangen. Naja, ich muss jetzt erstmal nach unten, nachdem ich dann meinen Passagier abgesetzt habe. Ich spring dann dementsprechend zu meinen Brüdern nach unten. Und mache mich dann unten bereit, mit den anderen nach vorne zu gehen. Also ich würde dann tatsächlich hier 20. Das ist eine ganze Aktion dann, ne? Ja, ne, es ist eine normale Bewegungsaktion für mich, sind 21 Meter. Gut, war das also noch, kannst du noch parieren oder sowas? Ja, ich stand da. Gut, dann setze ich mich dann auf. Soll ich den Sprungmodul oben machen? Hattest du eben schon gemacht, ne? Passt schon. Bruder Wilhelm. Ich eben noch nicht, aber egal. Achso, dann mach nochmal bitte. Ja, 62, war es recht. Wilhelm. Ja, der Gott-Imperator wird schweres Feuer in die reinhauen und ich auch. Deswegen kriegt die jetzt schweres Feuer. Ja, Entfernung sind roundabout 100 Meter. Ist das für meine Waffe noch in. Obwohl, 150. Also ich kann noch effektiv schießen, richtig? Das ist Standardreichweite, gibt keine Mali. Ja, perfekt. Du kannst okay. Von 75 bis 300 ohne Mali schießen. Ah, schick. Wunderbar. Ich, schieße erstmal in die rein. Mal gucken, was da so rumkommt. 41, das müssen, ja, das ist getroffen. Ja, es ist jetzt die Frage, wie viele treffen, ne? Wenn du jetzt eine Horde kaputt schießen willst. Ah, okay. Und zwar, ich krieg einen 10er Bonus aufs Hitten, weil ich mich nicht bewegt habe. Doch, du hast dich bewegt, du bist runtergesprungen. Ach so, ja, das ist oben. Ich verstanden, dass es die gleiche Aktion ist. Du bist runtergesprungen, die anderen sind halt direkt runtergebrochen, genau. Ja, okay, dann hab ich das nächste Mal, ist auch nicht schlimm. Ich treffe auf die 64. Das sind zwei Erfolgsgrade. Ja. Okay, dann. 2d10. 10, warte. Rosti, kannst du dieses Würfel-Dings da ein bisschen wegschieben? Feuer. Moment. Diesen hier? Ja, genau. Super. Reicht das? Danke. Ja. Dann kommt plus. Ja. Bekommst du, glaube ich, plus 20 für automatisches Feuer. Das heißt, ich habe dann 4 Erfolgsgrade. Gut. Dann mache ich jetzt, warte, 13, 23. Mein Kram ist auch reißend. Richtig. Nee, Explosive ist mein Kram. Was bringt das irgendwas? Ja, das ist wichtig, wenn wir angucken, wie der Feind explodiert am Ende. Aber gegen Horden ist es vor allem wichtig, dass du jetzt Hordenschaden machst. Okay, dann mache ich 4 Erfolgsgrade und insgesamt 25 Damage wegen mächtiger Schuss. Ja, genau. Gut. Dann kannst du mit deinem schweren Bolter auf die 100 Meter anlegen und siehst auch, wie auf alle Fälle die ersten 4 Kreaturen in Blut explodieren, Knochensplitter, die zurückfetzen und das Kreischen, was noch lauter wird. Dann nach Bruder Wilhelm, Bruder Cry nimmt noch Position und würde zielen, wartet auf das richtige Ziel, eventuell den Symbiarchen und wird erstmal verzögern oder gar nichts machen. Octavius. Ja, ich suche mir auch irgendwie hier von der weiter unten die Gruppe da, auch so bei 100 Meter. Mhm. Und vollautomatisch und halte drauf. Du hast einen Sturmbolter, ne? Ja, Moment. Das sind 8 Treffer. 8 Treffer? Ja. Krass.
damit Schaden wirft? Ja, kannst du gerne mal machen. Muss ja erstmal bei Horde nur durch die Rüstung durchgehen und wenn du dann noch einen weiteren Schadenspunkt machst, dann explodieren die, ja. Aber das ist auf alle Fälle reichlich. Das sind 19 pro Treffer. Ja, das ist auf alle Fälle reichlich. Sind wie gesagt als Horde zusammengefasst und dementsprechend zerspritzen auch die auranischen Symbionten an der Stelle. 8 Stück. Ihr könnt weiteres Kreischen vernehmen und seht, wie unter dem Wasserfall, das könnt ihr unten nicht erkennen, da könnt ihr nur die Schreie hören, aber oben könnt ihr auf alle Fälle jetzt erkennen, wie weitere von den Symbionten aus dem Wasserfall herausströmen, sich schütteln und ja, dann ohne eine richtige Sicht zu euch aufzubauen, in eure Richtung laufen, denn sie sind verbunden mit ihren Brüdern. Aus dem Norden? Aus dem Süden. Kommen wir eigentlich auf unser HUD-Display dann gelegt, wenn unsere Brüder die von oben sehen? Auf jeden Fall. Das ist ein Blinzeln im Prinzip, dann könnt ihr euch die Informationen zuschieben, ja. Dann, Bruder Ifrit. Ich würde jetzt ganz gerne mal die Feuerbereitschaft ausprobieren. Mhm. Also ich sprich irgendwie hier runtergehen und dann da nach unten den Winkel mit dem Flammenwerfer abdecken. Wenn ich das jetzt richtig lese. Genau, du kannst dann den Winkel in diese Richtung als Feuerbereitschaft festlegen oder aber auch nach da, wenn sie durch die Furt kommen. Das wäre der Plan. Wie weit darf ich mich bewegen, wenn das voll steht? Also Feuerbereitschaft ist meiner Meinung nach volle Aktion, ne? Weiß gar nicht. Genau. Okay. Ja, dann bleibe ich. Musst du direkt da stehen bleiben und dann musst du den Winkel festlegen. Ja, im Prinzip genau, wenn die hier schön durch die Furt rauskommen,